Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute mal wieder hier aus unserem Studio, weil es ein Thema ist, wo ich mal wieder unseren Flipchart nutzen will. Denn heute geht es mal wieder um das Thema Rollen. Und heute machen wir mal ganz kurz wieder ein paar Pro- und Kontra-Argumente zum Thema Rollen. Das Thema Rollen, das ist ja etwas, wo man sich wahrscheinlich Wochen und Monate und Jahre lang darüber unterhalten kann. Und auch in unserer Facebook-Gruppe gab es jetzt wieder eine Frage eines Mitgliedes, der hat einen Trade beschrieben. Gesagt, ah, er hat jetzt einen. Und dann gab es eben verschiedene Antworten und die einen haben das dann, ich will jetzt mal sagen, pro Rollen beschrieben und die anderen haben gesagt, Mensch, das ist doch im Grunde nur ein neuer Trade, hör doch lieber auf. Ne? So, und eins mal gleich vorweg, es gibt kein, das ist richtig oder das ist falsch. Ne? Man kann immer in jeder Situation im Nachhinein sagen, hättest du es lieber so gemacht oder hättest du es lieber so gemacht. Und es gibt keine allgemeinen Aussagen, wo man sagt, das trifft immer zu 100% zu. Das kann es also nirgendwo geben und schon gar nicht in einem Geschäft wie dem Optionsschreiben. So. Jetzt will ich euch auch mal ganz kurz meine Ideen hier darlegen, warum ich manchmal rolle und warum ich manchmal nicht rolle. Für alle, die ganz neu hier dabei sind, was ist überhaupt das Rollen? Ne? Das will ich euch an einem kleinen Beispiel erklären. Und zwar stellt euch einfach vor, ihr habt einen Markt, der läuft nach oben und ihr habt irgendwo die Idee, dass das Ganze sich weiterentwickelt und ihr sagt, okay, da möchte ich daran partizipieren und verkaufe hier eine Put-Option. Und jetzt gibt es eben eine Situation, der Markt kommt ein wenig nach unten, deine Position, die du hier geschrieben hast, die kommt unter Druck und jetzt kannst du eben hergehen, kannst sagen, okay, dann kaufe ich hier diese Position zurück und um im Spiel zu bleiben, rolle ich diese Position nach unten. Und das ist dieses sogenannte Roll Down. Und was wir sehr häufig machen, weil wenn du die Option von hier nach da rollst, wirst du nicht den gleichen Preis bekommen, sondern dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir machen ein Roll Down, Roll Over. Das heißt, wir rollen das einfach in eine längere Laufzeit. Wir haben eben bislang 40 Tage Restlaufzeit gehabt und jetzt haben wir halt 60 Tage Restlaufzeit und durch den erhöhten Zeitwert bekommen wir das Gleiche wieder rein. Gibt es verschiedene Art und Weisen, die wir auch im Coaching erklären, die wir in unseren Webinaren immer mal wieder erklären und das ist also grundsätzlich diese Idee des Rollens. So, und jetzt sagt ja der eine oder andere, naja, das macht doch überhaupt keinen Sinn, beende doch lieber den Trade und such dir lieber einen neuen Trade. Und da können wir sagen, nee, es gibt Gründe, warum das so ist. Und ich will euch mal zwei Gründe zeigen, warum es Sinn machen kann zu rollen und warum es manchmal keinen Sinn macht zu rollen. Und zwar, stellt euch folgende Situation vor. Wir bleiben mal dabei. Wir haben uns eine Aktie herausgesucht, die gerade nach oben läuft. Wir könnten das aber genauso mit einem Future machen. Ne? Das könnte ein Future-Markt sein, ganz genauso. Und der läuft jetzt hier nach oben und jetzt entschließt du dich eben hier diesen Put zu verkaufen. So, und jetzt kommt diese Bewegung nach unten. Den Put, den du hier geschrieben hast, der ist jetzt im Minus und zwar eben an einer definierten, von dir festgelegten Grenze, 100%, 200%, je nachdem. Und deswegen entscheidest du dich und sagst, okay, jetzt muss ich überlegen, was ich mit dieser Position hier tue. Und die allererste Frage, die du dir immer stellen solltest, bevor du irgendetwas machst, ist, will ich diesen Trade noch haben? Und diese Frage, die wird jetzt vielleicht einer sagen, das ist doch logisch, wenn es ein Minus ist, will ich ihn nicht mehr haben. Aber das meine ich dahingehend nicht, sondern ich meine das, ist die grundsätzliche Trade-Idee noch intakt? Und das ist eben etwas, wo du ein wenig überlegen musst. Also stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns mal vor, und dazu nehme ich jetzt mal noch einen anderen Chart hier mit dazu. Du hast einen Markt und der geht mal in dem Falle jetzt hier nach unten. So. Und jetzt hast du hier oben einen Call geschrieben. Okay, du hast jetzt hier einen Call geschrieben. Und jetzt geht er wieder nach oben und das hier war das alte Hoch. Und bricht nach oben auf ein neues Hoch aus. Zum Beispiel, wie wir das jetzt gesehen haben, im Kansas Weizen oder Weizen allgemein. Ne? Da sind plötzlich, ist der Preis
Gier nach oben ausgebrochen, hat ein neues Mehrmonats-, teilweise Mehrjahreshoch gemacht. Ne? Und dann ist doch die Frage, willst du diesen Trade noch haben? Und dann sagst du ja, hey, der Markt bricht gerade auf ein neues Hoch aus, da kommt wahrscheinlich viel Momentum rein. Jeder, der hier long ist, ist im Plus. Jeder, der short ist, muss sich eindenken. Das heißt, es wird wahrscheinlich deutlich schneller nach oben gehen. Macht es dann Sinn zu rollen? Nein, in so einer Situation macht es keinen Sinn zu rollen, sondern da ist es halt besser zu sagen, du drehst den Trade, verkaufst von mir aus einen Put hier darunter, gehst ganz aus dem Trade raus, was auch immer. Aber da macht es keinen Sinn. So. Jetzt machen wir nochmal hier oben die Idee mit dem Put, den wir geschrieben haben. Und zwar, der Markt kommt hier ein bisschen runter, aber hier oben, jetzt gucken wir uns mal hier oben, wäre jetzt das übergeordnete Bild. Übergeordnet ist die Aktie immer noch vollkommen nach oben gerichtet. Und wir haben gerade hier so einen kleinen Rücksetzer, ne? So eine ganz kleine... So ein ganz kleiner Rücksetzer, der breite Markt ist intakt, es gibt überhaupt nichts. Es war vielleicht irgendwie ein schlechter Tag, es kam irgendwie eine politische Meldung oder sonst irgendetwas. So wie wir das beispielsweise 2017 oft gesehen haben. Kurze Rücksetzer, die sofort wieder gekauft wurden. Ne? Macht es dann Sinn, diesen Put hier zu schieben und zu rollen? Na klar macht es dann Sinn, weil dann bleibst du im Spiel. Du hast weiterhin eine extrem gute Aussicht, dass dein Trade ein Gewinner wird, dein jetzt gerollter Trade. Und du holst dir einfach mit dem etwas erhöhteren Zeitwert auch wieder die Wahrscheinlichkeit ins Boot, dass der Trade am Ende ein Gewinner wird. Wenn wir dagegen jetzt so eine Situation haben wie Anfang des Jahres 2018, wo wir vielleicht einen Trendbruch sehen, ne? Der Markt geht nach oben und du bist irgendwie hier in diesem, du hast gesagt, okay, Rücksetzer und jetzt hier an der Stelle hast du deinen Put geschrieben und jetzt geht der Markt wieder hoch und jetzt geht er aber wieder runter. So, wo du sagst, jetzt haben wir hier plötzlich eine Umkehr. Das ist gar nicht mehr der Trade, wie ich ihn mir gedacht habe, nämlich, dass der Aufwärtstrend intakt ist. Und wenn du dir dann die Frage stellst, will ich diesen Trade noch haben? Dann musst du ganz klar sagen, nein, dann will ich den Trade nicht mehr haben. Und dann wird es eben sinnvoll sein, rauszugehen, nicht zu rollen, sondern lieber zu sagen, okay, dann suche ich mir lieber einen anderen Trade oder wechsle die Seiten oder was auch immer. Ne? Ihr seht also, das Thema Rollen kann nie mit einer pauschalen Aussage beantwortet werden, ist es gut oder ist es schlecht. Es ist gut, wenn die Umstände dazu passen und es ist schlecht, wenn die Umstände nicht dazu passen. Und genau das ist unsere Aufgabe als Händler, das zu erkennen. Das ist nicht immer ganz leicht. Das ist halt einfach so, aber es hat ja auch niemand gesagt, dass es leicht ist. Aber je länger ihr dabei seid, je länger ihr den Markt beobachtet, umso mehr werdet ihr erkennen, wann es Sinn macht zu rollen und wann es manchmal keinen Sinn mehr macht zu rollen. Und deswegen müsst ihr das einfach auch für euch ein wenig probieren. Ihr müsst ein bisschen testen, was funktioniert da für euch und so. Und hört aber bitte nie auf die ganzen Schlauberger, die sagen, jawohl, Rollen ist das ultimative Tool. Oder genauso die anderen, die sagen, Rollen ist totaler Blödsinn. Ne? Weil beide Aussagen sind falsch. Es kommt immer auf die Situation an. Situationen oder situationsbedingt kann es richtig sein zu rollen und situationsbedingt kann es falsch sein zu rollen. Und ich bin mir aber sicher, wenn ihr an euch arbeitet, wenn ihr in euer eigenes Wissen investiert, wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr mit der Zeit relativ gut erkennen, wann es richtig ist und wann es falsch ist zu rollen. Hin und wieder werdet ihr auch mal einen Fehler machen, das gehört aber dazu. Aber ihr wisst doch, wir machen dieses Geschäft nicht für die Vierteljahres- oder Halbjahresperformance, sondern dafür für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Jetzt gibt es wieder regelmäßig Videos hier auf diesem Kanal. Freue mich übrigens auch alle, die am Wochenende gefolgt haben, wird es diesen YouTube-Kanal hier weitergeben? Na klar wird es den weitergeben. Ne? Es gibt doch keinen Grund, mit diesem Kanal aufzuhören. Bloß weil ich jetzt sage, okay, ich mache keine Coachings mehr, heißt es doch nicht, dass es hier keine YouTube-Videos mehr geben wird. Also, YouTube-Videos gibt es definitiv an dieser Stelle weiter. Viele andere Dinge auch noch, lasst euch da überraschen. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Wir sehen uns, bis demnächst. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.